Erwartungshaltung ist, dass sie nicht kommen, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet, wenn die Versammlung verboten ist. Es wird wahrscheinlich schon einen geringeren Anteil als angemeldet an Personen geben, die trotzdem nach Frankfurt kommen, um zu schauen, was sich ergibt. Es ist ja auch noch die Möglichkeit, dass zu dem Verbot noch eine andere gerichtliche Entscheidung ergeht. Aber im Großen und Ganzen dürfte es nicht in dem Ausmaß stattfinden, wie es angemeldet ist. Wir sind im ganzen Stadtgebiet vertreten, im Schwerpunkt natürlich an den Orten, an denen jetzt schon Kundgebungen angemeldet wurden von Querdenken 69, die zwar im Moment noch verboten sind, aber damit ich weiß, wie sich es entwickelt, sind wir vorsorglich schon mal präsent. Für heute sind in der Innenstadt zahlreiche Versammlungen angemeldet, die unter Auflagen stattfinden dürfen. Die angemeldete Großdemonstration der Querdenkerbewegung ist gerichtlich verboten. Diese Demonstrationen dazu missbrauchen, ihre Theorien oder die Bevölkerung zu bringen. Und so viele Leute laufen einfach mit. So viele Leute sind krank. Ganz gekonnt ausgeblendet wurden in dieser Deutungshoheit jene Fake News, die von den Herrschenden selbst verbreitet wurden, um eine gewisse von ihnen angestrebte Politik durchsetzen zu können. Was sie da machen, ist totalitär. Impfen, 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 impfen. Hier insbesondere der Gegendemonstrant im Bereich Galeria Kaufhof, verhalten Sie sich ruhig. Lassen Sie den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten Folge. Achtung, was ist das für ein Links langsamer.
Nicht langsamer!